Hallo, ich bin Dominik von testfazit.de. Heute ein kurzes Videofazit zum Induktionsmilchaufschäumer von Tchibo. Die Kombination aus schwarzem Kunststoff und Edelstahloptik sieht gut aus. Die Material- und Verarbeitungsqualität des Tchibo Milchaufschäumers konnte im Test überzeugen. Besonders robust erscheint die Milchkanne aus Edelstahl, die Spülmaschinen geeignet ist. Praktisch ist auch die Möglichkeit, die Rühreinsätze am hinteren Geräteteil zu verstauen. Diese werden hier per Magnet gehalten. Der Tchibo Milchaufschäumer kann warmen und kalten Milchschaum herstellen. Für warmen Milchschaum muss der Einschalter nur kurz gedrückt werden. Wünscht man kalten Milchschaum, muss man ihn etwa 3 Sekunden lang drücken. Ob die Milch aufgeschäumt oder nur gerührt wird, bestimmt man mit dem jeweiligen Rühreinsatz. Der glatte zum Rühren und der gerippte zum Aufschäumen. Zur Demonstration für warmen Milchschaum habe ich etwa 1/4 Liter fettarme Haarmilch, also mit 1,5% Fettanteil, in die Kanne gegeben, setze den Deckel auf und starte den Schäumvorgang mit einem kurzen Druck auf den Einschaltknopf. Kurze Zeit später ist der Milchschaum fertig und kann umgefüllt werden. Wie man erkennt, ist der Milchschaum sehr fest und feinporig. Es gibt genug Schaum für ungefähr 2 Latte Macchiato oder entsprechend viel Cappuccino. Im Vordergrund bei diesem Milchaufschäumer von Tchibo steht die einfache Bedienbarkeit und Reinigung. Der Milchschaum ist recht formstabil und sehr feinporig. Einziger wirklicher Kritikpunkt, wenn auch ein kleiner, ist die Lautstärke im Betrieb.